Ich wollte noch was sagen, was genau ich sagen will, weiß ich noch nicht, aber das kommt sicher. Ich war im November war ich eingeladen, nachdem ich viel Arbeit, Aufklärungsarbeit über 5G gemacht habe, war ich eingeladen bei der Barbara Kalisch Show als Experte zum Thema Maschine oder Mensch, werden wir bald überflüssig. Und ich war eingeladen, haben wir gedacht, passt, da schauen wir mal hin. Ich habe eh nur die Hälfte Redezeit gehabt, wie der andere Experte. Und ich habe anscheinend was Richtiges gesagt, indem ich komplett zensiert worden bin. Hallo lieber ORF, schaut, was passiert, wenn sie Leute zensiert. Dann fahren sie nämlich auf den Turbomond. Für jede Aktion gibt es immer eine Reaktion. Das ist Naturrecht, ja? Und deswegen habe ich einfach immer weitergemacht. Und am 23. Oktober habe ich das Vergnügen gehabt, eine Pressekonferenz hier zu halten mit Age of Truth TV, die sind extra von Dänemark gekommen, wo wir eine Haftungserklärung abgeben haben an den Herrn Alexander Van der Bellen, so unser Bundespräsident. Und das ist der Schlüssel, wie wir das Ganze beenden können. Das läuft über die Haftung. Weil niemand, das Problem, was wir haben, ist, dass wir gewohnt worden sind und in unserer Gewohnheit haben, dass Politiker machen können, was sie wollen, aber damit davon kommen. Und dann in einem U-Ausschuss sitzen und 84 Mal vergessen haben, was sie gemacht haben. Es gibt ein Wort dafür und es heißt Demenz. Und dieses Spiel ist vorbei. Und wir sind hier in Linz die absolut friedfertigsten Menschen. Und deswegen sage ich nur als Signal zur Politik, ihr müsst jetzt mit uns reden, weil auf der anderen Seite ist eine internationale Mafia, die echt nur Druck macht. Und jetzt hat ein jeder Politiker die Chance, als Held in die Geschichte einzugehen. Kommt's außer, redet's mit den Menschen. Ihr könnt's gern mit mir reden oder mit Flo oder wer immer gern bereit ist zu reden. Wenn wer mit mir redet in der Politik, dann sage ich ihm, dieses internationale Kartell ist kriminell, okay? Das wissen wir. Und jetzt sind wir in der neuen Erde. Die Diskussion fängt an beim Naturrecht. Die Diskussion hört auf beim Naturrecht. Und alles dazwischen ist eine Kopie vom Naturrecht. Und so fangen wir an zum Reden. Mich interessieren keine Rechte, weil Rechte sind, wenn man weiß, was richtig ist. Wir müssen richtig handeln und den Politikern erklären, dass sie in der privaten Haftung sind für ein Verbrechen gegen die Menschheit. Und jetzt haben sie die Chance, das Ufer zu wechseln. Verlasst die sinkende Titanic! Die geht unter! Und wir sind Menschen und wir können über alles reden. Wisst ihr, wie das läuft, das Ganze? Die Politiker sind in den Händen des internationalen Mafia-Kartells, weil sie irgendwas, also die werden dazu eingeladen, zum Beispiel irgendwo auf ein Getränk zu gehen, dann wird ein bisschen zu viel getrunken und am nächsten Tag wacht irgendwer auf, ein Politiker, mit einer 17-Jährigen im Bett. Und dann haben sie was in der Hand gegen den. Das, was wir damals mit der Ibiza-Affäre vom Strache erfahren haben, ist noch gering. Da gibt es noch ganz andere Sachen. Und so sind die Politiker in der Hand von der Mafia. Weil wenn ein Politiker das Richtige machen wollen würde, was ist denn unser kleines Geheimnis? Kannst du nur erinnern, so läuft es.
Und im CIA-Jargon heißt es eine Brownstone Operation. Und wir als Menschen hier in Linz stehen da und wir sagen zur Politik, hey, wir können über alles reden. Die Wahrheit kommt jetzt raus. Aber ihr seid gerne eingeladen, jetzt die sinkende Titanic zu verlassen, eures Verderbens, und zu uns zu wechseln. Und dann sind wir ein Vorbild für die ganze Welt, liebe Menschheitsfamilie. Österreich! Österreich, das kleine Land, als Vorbildsfunktion für die gesamte Welt, vor dieser kriminellen Elite, die sich schön versteckt im Hintergrund halten, weil sie Angst haben vor den Menschen, vor den Herzensmenschen, so wie sie hier versammelt sind. Und das Vorzeigeland Österreich, sagen wir der internationalen Mafia, Kriminalität ist nicht erlaubt auf Planeten Mutter Erde. Weil wir sind Menschen, egal ob Polizist, Militär, Angestellter, Büro, es interessiert niemanden mehr. Wir sind alle Menschen, wir kommen zusammen. Und jetzt ist die Zeit reif. Es ist die Zeit, auf die ich seit 11 Jahren schon gewartet habe. Und Gott sei Dank habe ich gestern schon eine Stunde durchgekehrt, damit Zeit nicht passiert. Heute ist nur Freude da. Ein jeder Einzelne hier ist ein wichtiger Bestandteil der Mutter Erde, der neuen Welt, so wie wir sie gestalten. Kommen wir alle zusammen. Wir Menschen kommen jetzt alle zusammen. Und ein jeder, der was zum Sagen hat, dem was am Herzen liegt, da ist die Bühne. In Linz haben wir es die ganze Zeit vorgelebt. Hier wird niemand zensiert, weil wir alle Menschen sind. Danke.